Easy, oder? War doch easy. Rulatin ist mir das. Es zieht sich vor allem am Anfang nicht so lang. Nee, das waren zwei Streams, ne? Ist nicht so, als musst du erstmal 3 Stunden da stehen und auf dem Gras rumklopfen, damit ihr genug Cobblestone zusammenkriegst, ne? Ja. Und man, wir haben. Das sind jetzt 2 Streams, die jetzt, oder sag mal, 1,5, 1,6 Streams, die wir jetzt gespielt haben. Und wir haben eine gute Automatisierung von diversen Rohstoffen. Ja, das Research kommt ja noch. Das ist ja noch oben drauf. Wir haben eine gute Startbasis, wir haben eine gute Vorbereitung. Also ich bin mit dem Progress in dem Modpack auch sehr zufrieden, tatsächlich. So. Wollen wir mal die Aircraft-Geschichte versuchen? Ja, lass uns mal die Aircraft-Geschichte machen, oder? Komm. Wir bauen uns mal ein Luftschiff noch zum Feierabend. Was kann da schon schief gehen? Wie sieht's denn hier aus gerade? Also Holz und Sticks werden langsam voll. Sticks sind schon voll. Okay, Problem. Na klar, das wird noch richtig heftig auf jeden Fall. Aber dann kannst du später auch automatisieren. Warte mal, das Freischalten vom Simple Storage Network. Das würde ich gerne machen wollen, tatsächlich sogar. Kommando zurück, wir gehen weg vom Dings. Wir gehen weg vom Aircraft, sondern wir gehen zum Simple Storage Network. Das war wo? Unter Advanced. Hier. Der braucht ja diesen Advanced. Ja, der beide. Ach, der braucht ja den anderen auch. Okay. Ja. Kacke. Der war ja nochmal anders. Noch einen Moment. Alu, Lava. Eine Lavaflasche. Stil, ja, okay. Mist. Also doch kein Simple Storage Netzwerk. Gibt's noch irgendwas anderes, außer jetzt noch die Iron Chests? Aber die sind ja, naja, ist nicht so viel geiler. Brauche ich noch irgendwas ganz, ganz dringend, Najet? Da lass mich jetzt wieder spoilern. Ja, so in der Hinsicht. Also ich habe auch als nächstes, glaube ich, das Simple Storage Network gemacht. Das heißt, wir müssten dann hier loslegen. Mit dem Reset. Hallo. Moinsen, Nico, grüß dich. Dann kriegen wir hier das Dingens, Redstone. Das ist sogar noch deutlich weiter unten, oder? Wo ist denn das? Ah, das ist. Oh Gott, das ist am Ende dieser Questreihe. Ja, fuck. Ja, Little Logistik habe ich zum Beispiel komplett übersprungen. Was ist das? Das ist ein. Das ist so ein Logistik-Pack mit Schienen und oder Fisch Boden. Ah, okay. Und okay. Züge und all den Gedöns, okay. Aber auf jeden Fall bräuchten wir die Geschichte. Ja, dann ist auch mal wieder was anderes. Die Geschichte bräuchten wir und dann können wir uns daran machen. Und erst dann kriegen wir das Simple Storage Netzwerk. Okay, scheiße. Also zurück zu den zurück zum Luftschiff. Und erstmal ganz kurz hier, dass die Stöcke können wir wegpacken erstmal noch als Brennstoff. String. Wolle. Weg. So. Die Dinger können auch weg. Der Apfel wird wieder zu Gedöns, zu Bone Meal. Okay. Eine Werkbank, die aufs Inventar zugreifen würde, wäre schon mal schön eigentlich. Aber da gibt's ja nichts hier, die Scheiße da.
Trade Opener. Warte mal, der Stone Crafting Table von Caveopolis, der konnte das doch, oder? Der braucht nur Stone. Warte mal, Moment. Konnte der das nicht? Einer. Ich glaube ja. Nee, scheiße. Aber nur eine Werkbank aus Stein. Und diese, nee. Das ist so eine olle Werkbank, wo die... weg damit. Pfui. Wer hält das Inventar nicht? Keine Anzeige? Geht ja gar nicht. Okay. Der Engineer's Crafting Table, der hatte, glaube ich, ein eigenes Inventar, ne? Hast du die Werkbank mal gesehen? Guck dir mal, pass auf. Guck dir mal diese Werkbank an, ja? So, guck dir das mal an. Und dann hast du Dieter gesehen. Sorry, das ist ja wohl kein Vergleich, ist das ja wohl nicht. Das geht nicht. Sorry, geht nicht. Wir können mal die Dings aber gucken hier, die Immersive Engineering Werkbank. Eventuell kann die das. Brauchen wir nur kurz ein paar Slabsch. Und Tweeted Sticks, ne, genau. Kein Platz an Ofen. Ofen voll. Okay. Warte mal. Jetzt können wir die doch noch mal benutzen. Wir können jetzt da dann den anderen Crafting Table drauf bauen. Cool. Gut, dass die Steinwerkbank oben schwimmt. Reden wir nicht drüber. So. Okay, ja, die hat wieder nur ihr eigenes Werkbank, ihren eigenen Tisch. Behält wenigstens das Inventar, aber ist auch irgendwie sinnfrei. Die brauchen wir auch später noch für den Upgrade auf den Linkstisch, glaube ich, auf den Ingenieurstable. Deswegen können wir die behalten. Leider Gottes keine wirklich vernünftigen, kein vernünftiger Crafting-Table hier. Schade. Okay, anyway, wir wollten ja das Airship-Ding jetzt machen. Nee. Wie hieß das Dingens? Basic Research. Immersive Aircraft. Okay. Brauchen wir das und das. So, das Research Paper machen wir von Hand aus Papier. So. Da haben wir zwei andere Dolls, haben wir das. Und es braucht noch Kokskohle. Da hatte ich, glaube ich, hier noch. Ja, da haben wir noch was da. Und können damit das Buch machen. Dann brauchen wir jetzt Zahnräder und können jetzt die 12 Zahnräder braucht es. Gierig. So, kann ich das kaufen? Kann ich kaufen oder bauen, ne? Nee. Kann ich das gar nicht bauen? Add Aircraft. Doch, da ist es. So. Das normale Airship braucht Segel, braucht weißen... Okay. Ich habe noch keinen String, ne? Nee. Resource Duplicator mit Basic Mob Essence. Okay, Crusher aus Wolle. Oder aus Hanf. Wir würden jetzt Hanf anpflanzen für Wolle. Muskelpowered Cup. Wait, what? E-Plane, Cargo Airship. Low but easy to maneuver. What now? Oh, das Ding braucht auch noch Eisen. Okay. Also ich muss es wirklich kaufen, wenn ich es haben will. Die sind aber teuer. Okay, wir testen mal den Muscle-Powered-Kollegen. Oh. Oh, der ist doch super.
Der ist grandios, ist der. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Der ist doch ausgezeichnet, ist der. Nehmen wir noch einen. Oh, ich habe keine Äpfel dabei zum Essen. Oh, ich finde, der ist mega. Und die Welt. Ich finde Hexworld, Hexdingens, finde ich super. Hexlands ist grandios. Oh, das ist eine Höhle drinne. Ui. Und wenn er fliegt, fliegt er auch erstmal. Okay. Völlig ausreichend für die Erkundung. Finde ich schön, dass wir den direkt am Anfang mit drin haben. Da würden wir sogar Wolle kriegen. Das sind Schafe und Schweine. Finde ich super, dass sie den quasi so mit drin haben, direkt von Anfang an. Weil rankommen würde man jetzt noch nicht. Man bräuchte dafür das Dringen, man bräuchte dafür die Eisen und die ganzen Blödsinn. Und so hast du halt eben erstmal schon mal eine Möglichkeit, rumzufliegen. Du kannst zwar nicht viel machen, also, ne, musst halt eben mit Shift geht's runter, genau. Aber generell absolut super. Und das ist noch der langsame von allen. Und wie stecke ich jetzt aus? Shift halten? Sneaken? Mach ich. You're too hungry to fly. Ja, das ist ja. Ja, weiß ich, aber wie komme ich jetzt wieder raus? Weapon Slab, Upgrade Slot. Okay, der hat sogar noch Upgrade Slots, okay. Aber wie komme ich da jetzt raus? Space bringt's nicht. Kennt ihr das? Keine Ahnung. Kaputt kann ich es auch nicht. Option. Versuche ich gerade, geht nicht. Black Runtime. Keybinds. Air. Category. Right. Up. Dismount. R. Aha. Okay, das lädt auch die Shaders neu. Vielleicht keine so gute Idee. Hatten wir schon. Danke, Angel. Ja, gerade gesehen. Options, Controls, machen wir mal anders. Keybinds, Aircraft, Kategorie, Dismount, machen wir mal hier. Zack. So. Ist einfacher so. Aber generell, der Gyrocopter ist super, oder? Finde ich mega gut. Brauchst halt eben nur ein bisschen was zu essen dabei, aber wir haben ja Äpfel ohne Ende. Das ist jetzt nicht das Problem. Also die 8 Gears habe ich gerne bezahlt. Welches Flugzeug hast du dir genommen am Anfang, Natural, oder gar keins? Ich habe gar keins gebaut. Du hast eins gebaut? Ich habe also auch weder eins gebaut noch gekauft. Ah, okay. Gekauft. Gut, auf einer Skyinsel brauchst du es auch nicht unbedingt, weil ne, da hast du eh jetzt... Wo willst du hinfliegen? Genau das, ne? So, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Ich glaube, nicht wirklich Zeit, um was Sinnvolles anzufangen. Ich würde also dann ganz kurz nochmal den Basisbau noch ein bisschen ausweiten. Würde ich mal vorschlagen. Dass wir das noch ein bisschen schick machen. Lass uns ein bisschen Stein schmelzen und Stonebricks machen. Das wäre, glaube ich, mal eine Maßnahme. Wir haben jetzt hier... Alter! Der Compressed Cobblestone ist voll. 512 Compressed Cobblestone. 512 mal 81... Steine. Ja, da muss man mal ein Upgrade bauen, ne? Ah, nee. Der kann ja 2000. Das ist ja der Große. Das ist ja nicht der Vierer. Aber trotzdem. 500 mal 81 Cobblestone haben wir jetzt gerade hier am Start. Kann man mal machen. Muss ich gerade mal gucken. Ja, das ist auch so. Ich pack mal ganz kurz die weg. Die brennen wir mal kurz durch.
Oh, Alter, da hat jetzt die Eimer schon leer gezogen, komplett. Uff, Junge. Okay. Das ging. Okay, und der ist auch schon wieder alle jetzt, ne? Also, sämtliches Chrysotul ist dann auch jetzt auch weg. Cool. Da können wir gleich mal ein bisschen Kohle nachschmeißen. Da. Zack. Holy shit. Okay, damit ist das Ding leer. Jetzt können wir da die normale Holzkohle reinpacken. Als Brennstoff. Und dann gleich noch ein bisschen mehr Holzkohle machen auch von hinten mit dem Holz, das wir hinten haben. Aber auch so, wie der halt da durchfräst gerade, ne? Hammer, hammerhart. Okay. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen was von dem normalen Cobblestone mit hier zum Grundlagen ausheben. So. Wir werden auch gleich Fackeln unten verteilen, weil es unten noch sehr dunkel ist. Den bitumenen Sand werde ich mal noch so lassen, wie er ist tatsächlich, weil ich denke, den werden wir noch brauchen. Also touch ihn erstmal nicht an. Der guckt dann zwar so ein bisschen durch, aber ist ja nicht schlimm. Hoch. Nee, wieso? Ist richtig? Ah nee, doch, du hast recht, ist zu hoch. Entschuldigung. Der ist eins zu hoch, da kommt ja der Fußboden hin. Der sichtbare Fußboden. Alter. Gut, nur daneben platzieren gerade den Spaß. Wieso ist hier Trockeneis drunter? You could not pick up the dry ice. Warum ist hier Trockeneis drunter? Das macht hier in der Ecke so überhaupt gar keinen Sinn. Okay, ich kann... Die müssen wir oben eher selten, ja? Ja. Wir merken uns das mal, dass hier Trockeneis drunter ist. Warum auch immer da Trockeneis drunter ist. Und jetzt ist die ganze Zeit hier rum. Du kannst es nicht aufheben. Du kannst es nicht aufheben. Du kannst es nicht. Dann pack's doch weg, Mensch. Ich weiß, dass ich es nicht aufheben kann. Das hast du mir jetzt schon ein paar Mal gesagt. In der richtigen Wüste gibt es Trockeneis? Achso, ja, da, ja, genau. In der Wüste. In der richtigen Wüste friert es nach, dass ich auch. Ja, stimmt. Es sind in den Wüstengebieten erfrieren teilweise mehr Leute, als sie verdursten. So, hier geht's zum anderen Dings rüber. Ich hatte meins einfach nur zu hier und fertig. Der wird einfach zugebaut. So, das ist normaler Sandstein. Ja! Du kannst das Trockeneis nicht aufheben. Ach, wirklich? So, das machen wir noch so einmal, dann sollte das passen. Und dann hier oben zumachen jetzt. Nächste Koppelstunde mehr. Für Bauer. Ja, das ist klar. Das ist für Bauer brauche. Steht da dran, ne? Aber ich kann es halt nicht aufheben. Ich kann es auch nicht benutzen. Ich kann auch nichts machen damit. Das ist einfach nur da. Und das nicht aufheben. Mir fehlt das notwendige Wissen für das Trockeneis. Das muss ich vermutlich erst irgendwo freischalten. Später. Über Research Papers. So. Okay. Schwupps. Und dann jetzt hier oben einmal komplett zumachen, den Spaß mit den anderen Blöcken.
Ja, sollte man generell nicht machen, das ist korrekt. Das ist eventuell ein bisschen ouchy. Kleines bisschen. Ups. Machen wir nochmal anders. Wieder zurück, zurück, zurück. Sprede mal. Danke. Das geht dann wieder rein. So, reicht. Nee, das war zu hoch. Okay, machen wir später schick. Das reicht erstmal so. Hätte ich doch die Construction Wand schon mal freischalten sollen. Um mir die Klickerei gerade zu ersparen. Ja, aber egal. Hinterher ist man immer schlauer. Was kosten die eigentlich? Warte mal, waren die doll teuer? Construction Ones. Nö. Machen wir beim nächsten Mal. Bestimmt, wenn ich dran denke. Damit kriegst du dann nur die normalen Stone Mods und so weiter, ne? Oder? Oder welche kriegst du dann? Du Wölfchen, ich glaube ganz, ich bin fest davon überzeugt, dass Stonopolis auf jeden Fall noch ein, zweimal gewählt werden wird als Spiel. Da gehe ich fest von aus. Ist ein gutes Modpack, macht Laune und mal schauen. Na, Chat, schon am Pennen? Fast. Ja, ich höre das schon aus der Stimme raus. So. Aha. Aha. Ja, ja, ja. Danke fürs Durchhalten trotzdem. Auch wenn es gerade schwerfällt. Ich sage gleich Feierabend. Techopolis, genau. Das Modpack nennt sich Techopolis. Genau. So. Lass noch kurz mal das Holz von hinten holen und dann ein bisschen Holz. Dings machen, ein bisschen Lagerfeuer machen hier. Der Sand kann übrigens da wieder rein. Oh. What? Shit! Sand ist voll. Oh Mann. Das geht echt ganz schön schnell hier. Also doch Upgrades. Aber ich habe kein Eisen, also von daher keine Upgrades. Okay. Deck für Upgrades. Kurz noch ein bisschen was an. Upsala. An Holz holen. Dann Holzkohle machen und dann kommen wir da auch wieder vorwärts. Musste ja liegen lassen, weil Taschen voll waren. Ja. Okay. So, Ofen, da. Den muss ich von Hand reintragen. Weil der denkt, es wäre Brennstoff und deswegen will er es halt eben unten reinlegen, was halt blöd ist. So, aber es ist ja eigentlich hier. Oh, Alter, wie der das da gerade durchfräst, Junge. Oh, dieses Ofen feiere ich. Und hier ist mir wieder alles voll, natürlich.
Der Ofen, also der Eimer verbrennt genug Kreosotöl oder enthält genug Kreosotöl für 4 Items. Das geht dann ruckzuck weg. Ruckeleck ist da leer. Wie viel brennt die Kohle eigentlich? Warte mal, die Kokskohle. Die 16, okay. Also doppelt so viel wie normale Kohle. Ich glaube, das ist Standard, ne? Warum konnte ich die gerade nochmal zum Brennen schicken? Bringt doch nichts, ne? Keine Ahnung. So. Oh. Da ist er jetzt voll. Speichert er den? Oh, der speichert sogar den Progress, den er hatte. Das ist ja interessant. Okay. Und leveln tut man dabei auch noch, wie beim normalen Ofen. Gute Sache das. So, aber Mädels. Machen Feierabend, oder? Würde ich sagen. Reicht ja wieder. Also, Modpack sieht sehr gut aus. Wir haben auf jeden Fall wieder gut was geschafft. Wir haben drei Questreihen fertig gemacht. Mehrere Miner-Upgrades. Viele Sachen jetzt in en masse vorhanden. Wir können fliegen. Mit holprig, aber es geht. Wir haben den großen Crafting-Table freigeschaltet und wir haben Kokskohle und sind dann bereit, beim nächsten Mal dann mit Alu und Eisen loszulegen. Wupp, wupp. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dir, Nigel, wieder für die moralische und fachtechnische Unterstützung. Ich danke für die Subs, Resubs, ich danke für die Follows, danke an alle, die reingeschaut und da geblieben sind und auch länger zuschauen wollen. Danke für die Unterhaltung im Chat. Schön, dass ihr dabei wart. Das Game Voting für morgen ist bereits vorbereitet. Das heißt, ihr könnt bereits im Discord, im Channel vorschlagen, welche Spiele morgen gespielt werden sollen. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder zum Stream und schauen nochmal, was dann morgen ansteht. Vielleicht ja doch mal das Modpack von Tränchen in 7 Days to Die. Vielleicht klappt das ja mal. Ich würde es ihr wünschen. Und das Modpack selbst sieht auch relativ gut aus. Da kann man nicht meckern. Lass noch kurz gucken, wo ich euch noch rüberjagen kann. Wir könnten zu Gronkh gehen, das spielt Enshrouded. Mischief spielt Overcooked 2. Tim hatten wir gestern oder vorgestern erst. Bei Gronkh fallen wir nicht auf, da brauchen wir nicht rübergehen, das ist Blödsinn, ne? Würde ich mal gucken, wer noch gerade noch Minecraft spielt. Vielleicht ist da noch wer da. Der gestern war ja ganz, ganz lustig, vielleicht ein bisschen jung. Nicht ganz unsere Zielgruppe. Der hat auch letztlich auf TikTok gestreamt, festgestellt. Skywars of Gomme, ja genau. Die Blondie spielt einen ruhigen und entspannten Abend. Kasmut, was ist ein Kasmut? Blondie 0 auf 15. Ich schicke euch mal rüber zu Blondie 0 auf 15. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie Vanilla Minecraft tatsächlich. Und mit einem Holzkarren durch ein Nether? Ich habe keinen Plan. Sieht interessant aus. Lasst lieben Gruß da und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens heute Abend 20:30 wieder zu einem neuen Ström. Nochti! Nochti! Und wir gehen rüber. Ich gehe raus